Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Project Cast 2 in der Karriere. Heute geht's rein in das Imola-Rennen von P2. Ich bin aber auch eine absolute Wunderzeit gefahren. Also unten rechts sehen wir gleich meine Hotlap-Zeit. Eine 1,54,5, by the way, schnellster Opel wieder, man kennt es. Aber im Training bin ich eine 1,52,9 gefahren. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ich habe die Track Limits eingehalten. So viel steht fest. Also, wie gesagt, keine Ahnung. Wir hatten noch ein bisschen Aston Martin GT4 Windschatten. Aber aus den Trainingssessions weiß ich, dass der Windschatten jetzt nicht so viel ausmacht. Wie viele Runden fahren wir nochmal? 17 Runden. Da oben links in der Mitte steht's. Dann muss ich nochmal ganz kurz rein in das Setup. 17 Runden, ja, dann tackern wir hier mal die Mühle voll. Dann soll das eigentlich auch schon so klappen. Bremskühlschächte, wo sind die? 60 und bei 20. Ja, das passt. Ah ja, stimmt, so heißt auch das Setup. Oh Gott, oh Gott. Wahnsinn. Ja, Imola, P2. Rein geht's. Auf geht's, ab geht's. Wo ist eigentlich unser Mate? Auf jeden Fall hinter uns. Oh, ich wollte blinken. Einfach kein Startexperte. Unser Mate ist super weit hinten. Ich glaube, drittletzter oder sowas. Ah, oh, alles safe. Kurz Angst gehabt beim Rückspiel gerade, dass mir gleich DCR sowas von in das Heck kachelt. Aber ging ja alles gut. Kein Platz gut gemacht. Bump. 0% vorne. Sehr gut. Gutes Panzerauto. So eine kleine Krankheit, die ich mir in Formel 1 reingezogen habe. Nach jedem Kontakt direkt Schadensmeldung. Lebt das Auto noch? Die typische Gaming-Krankheit, die ich mir rangezogen habe. Die allererste weltweit verzeichnete Gaming-Krankheit war übrigens durch MW2 bedingt. Dieses nach jedem Schuss nachladen. Das hat sich bis heute bei mir durchgezogen. Wo ich mich immer manchmal krampfhaft dagegen wehre. Wenn es heißt so hier, ich hab ein MG, ich habe noch 160 Schuss über. Ich habe 10 Schuss geschossen. Ja, erstmal nachladen. Nein! Macht no Sinn. Okay, meine Reifen haben gerade ein bisschen stark blockiert. Was ist das? Ist das eine 60? Ah, ich hatte 60 Bremsbalance. Vielleicht ein bisschen viel. Für einen vollen Tank. Mit einem leeren Tank, somit auch leichteres Auto, können wir dann vielleicht die Bremskraft wieder erhöhen. Waren noch, glaube ich, Reste von meinem Qualifying-Setup. Qualifying-Setup. Wir kommen in der 2005er Formel 1. Ich glaube, hier habe ich ein bisschen Zeit verloren. Aber ich bleibe dem am Pöppes kleben, dem BMW. Das ist schon eine Meisterleistung.
Ja, bin ich early. Ziemlich krass. BMW das schnellste TC-Auto und wie gesagt, ihr kennt es ja, der Opel der langsamste. Ich glaube, das sind so Sätze, die können wir auch mittlerweile mitsprechen. Und das als DLC-Auto. Und was nehme ich? Natürlich das DLC-Auto. Warum? Weil es ein DLC-Auto ist. Oh, bisschen weit außen. Jetzt könnte uns der Renault schnappen. Aber immer wenn ich das Renault-Zeichen sehe, denke ich immer an die Schulzeit. Da hieß immer der Renault. Der Otzen-Renault. Das waren lustige Zeiten. Ah, direkt eine bessere Bremse. Bremskraftverteilung, das A und O. Oder wie man in Sachsen sagt, das A und Ö. Hello. Auf einmal war ich da beim BMW. Damit habe ich gerade selber nicht gerechnet. Boah, 2-2-2 bei Esso Scalaria. Ah, ne, das geht nur wieder 3. Shit. Der faire Fahrer. Und jetzt rein ins Heck. Ah, der BMW macht schlapp. Was ist denn da los? Oh. Ich hab mal extra vorgelassen, weil ich dachte mir schon, dass er da rein jietet. Es wird wie weggeflasht. Ah. Das war keine gute Kurve. Dafür war das eine umso bessere, obwohl ich ein bisschen früh in der 4 war. Puh. Obacht, da komme ich wieder. Oh shit, Kiesbett. Okay, ich komme später nochmal. Was sagt denn eigentlich meine momentane Bestzeit? Na, 1,54,9. Das geht noch besser. Oh, so nicht. Bin hier mal hinten geblieben, weil das die letzten zwei Kurven doch schon ein bisschen sehr Track Limits war. Oh, wiggle wiggle. Du, 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 du. Haha, der ewige Kampf. Wann komme ich mal vorbei? Motorschaden schon auf 5. Da werden wir noch easy, glaube ich, die 40 erreichen. Wenn wir nach 2 Runden. Nee, nach 4. Schon 5 haben. Oh nein, der Renault kommt. Ah, der ist nicht schnell genug. Ich bin nah genug am BMW und am Scheitelpunkt, wenn man eigentlich rausbeschleunigt. Haut der BMW-Fahrer nochmal die Bremse rein. So macht man's.
Ach, so eine halbe Kampflinie ist er gerade gefahren. Frech. Ach, ich habe immer beim Einlenken noch so einen kleinen Schwenker, der mich kurzzeitig nicht einlenken lässt. Oh, ich war gerade im sechsten. Upsi. Ich war gerade irgendwie. Was habe ich denn gemacht? War ich gerade wirklich gerade im sechsten? Ja moin, ich wurde hinten angestupst. Was sagt das Auto? Null Schaden. Mega. Das ist so einer der Gaming-Krankheiten, die ich durch Formel 1 habe. Nach jedem Kontakt direkt gucken, ob das Auto noch überlebensfähig ist. Man hat es durch ein Spiel bekommen und man benutzt die Krankheit, diese Eigenschaft auch in anderen Spielen. Oh, wahrscheinlich gerade zu früh. Das ist so zu vergleichen wie in damals, so war es bei mir zumindest, in MW2. Nach jedem Schuss nachladen. Mache ich heutzutage immer noch, in jedem Spiel. Obwohl ich mich manchmal dazu... Das war nicht so gut. Reifen abkühlen. Obwohl ich manchmal mich selbst dazu zwinge. Mit irgendwie, sag ich mal, beispielsweise 160 Schuss MG. Ich schieße 5 Schuss und denke mir so, okay, ich muss jetzt nachladen. Weil, falls, keine Ahnung, 300 Orks kommen, wäre doof, wenn dann da diese 5 Schüsse fehlen würden. Passiert nie, aber man denkt es so. Damit man irgendwie rechtfertigt, doch nachzuladen. Diese fucking Gaming-Krankheiten. Aber was seltsam ist, zurzeit zocke ich keinen Shooter. Das ist echt verrückt, weil eigentlich... Ich überlege gerade, welches Genre habe ich zuerst gespielt? Generell, so viele Leute können sagen, was ihr erstes Spiel war. I don't know, was meins war. Ich kann noch nicht mal sagen, welches Genre... mein erstes Genre, also mein erstgespieltes Genre war. Vice City habe ich gespielt. Aber es war nicht mein eigenes Spiel. Weil ich dazu viel zu klein und viel zu doof war. Und jetzt bin ich, naja, alt genug und doof. Ich glaube, ich habe auch noch FIFA gespielt. FIFA 06 oder 07. Aber ich habe auch im Need for Speed Most Wanted gezockt. Aber was kam als erstes? Richtig, Chuck Norris. Ich hatte gerade einen echt verrückten Gedanken. Mit, warum spiele ich eigentlich gerade keinen Shooter? Ist mir tatsächlich wirklich dummerweise in den Sinn gekommen mit, liegt es an dem aktuellen Ukraine-Krieg, dass ich ja irgendwie dadurch keine Lust mehr auf irgendwas mit Ballern habe? Da denke ich mir so, ja, wäre natürlich ein sehr cleverer Gedanke, aber nein. Gibt einfach gerade nichts, was Spaß macht. Battlefield ist Schmutz. CD zocke ich nicht. Warface kann man auch nicht mehr spielen, also wenn man über Level 25 ist, weil dann kommt man in die Level 25 Plus Lobbys, wo Leute ihr ganzes Jahresgehalt reinpumpen, um ihre Rüstungen sich da frei zu kaufen. Weil sonst Warface, ein bis maximal zwei Schüsse am Kopf, instant tot. Und bei den 25 Plus Lobbys, ja, es wird schon ein bisschen mehr. Aber man selber als Level 25er, da ist es halt immer noch so. Auch generell. Was mir übrigens immer öfters negativ, super duper negativ auffällt, durch den Ukraine-Krieg,
der halt im Krieg ist und nicht wie Russland sagt, eine Spezialmilitäroperation, wie viele Leute es gibt, die dazu irgendwas sagen wollen. Also, es gibt auf einmal, oh mein Gott, hat sich jemand richtig weggehauen, weil er mir ausgewichen ist? Ja, aber wie gesagt, wie viele Internetgeneräle es gibt. Internetgeneräle, Internet. Gott. Okay, mir ist einfach kein weiterer Militärrang eingefallen. Einfach der Kreative. Ja, aber wie gesagt, so viele Internetgeneräle mittlerweile. So, irgendwelche Leute, die eigentlich hauptberuflich im Internet irgendwie sich irgendwie Schminktutorials machen oder irgendwie zeigen, wie ihr Fitnessstudio-Programm aussieht oder irgendwelche Spiele spielen und die haben auf einmal eine Meinung zum Ukraine-Krieg. Das finde ich super, super widerlich. Und ich denke so, hä? Was maßen die sich an zu wissen? Und da kommen halt zum Teil so Texte wie, ja, also, da Putin hätte das am besten so und so machen sollen, weil dann wäre das und das zum Beispiel nicht passiert. Oder, ja, also als ich hätte jetzt als Nachbarland so und so gehandelt. Oder es ist schon, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein atomarer Krieg ausbricht, das ist auch, was ist denn los mit denen? Was war so, selbst Leute, die hauptberuflich dazu bezahlt werden, um sich selber Gedanken zu machen mit, hey, was passiert da gerade, haben absolut keine Ahnung, was da gerade passiert. Bye, have a great time.